Ja, hey zusammen und willkommen zurück zu Gone Home. Es geht weiter. Wir sind immer noch im Keller. Hier direkt neben dem Ofen, der mega laut ist übrigens. Ich versuche es heute mal mit Controller zu spielen. Das sollte auch klappen. Es ist ein bisschen ein anderes Gefühl, vor allem weil man sich sehr langsam umschauen kann. Aber gut. Es ist ein bisschen unkomfortabel. Also macht man Sachen? Okay. Ja, wir gucken uns so ein bisschen weiter im Keller um. Da haben wir noch nicht so viel gesehen. Warte mal, ich muss bei ihm gucken. Kann ich den Optionen Steuerung kurz noch was machen? Gameplay. Vielleicht ist das eher. Warte, Steuerung. Mausempfindlichkeit. Vielleicht mit der Maus empfindlich? Nee, das dürfte eigentlich nicht sein. Gut, ich lasse das mal. Vielleicht kriege ich das im nächsten Part noch besser hin. Vielleicht machen wir auch einfach mit der Tastatur beim nächsten Mal weiter. Mal gucken. Er schaut sich jetzt sehr langsam um, aber gut. Wir schauen erstmal hier und lesen den Brief. So. Liebes Samantha Greenbrier, wir gratulieren Ihnen ganz herzlich dazu, dass Sie... Okay. Dass Sie in den Kurs zum kreativen Schreiben im Sommerprogramm für junge Stipendianten... Stipendiaten... Aha. ...des Reed College aufgenommen wurden. Semester 1995. Basierend auf Ihrer Künstlermappe und Ihrem akademischen Werdegang freuen wir uns außerdem, dass wir Ihnen eine finanzielle Unterstützung gewähren können, und zwar in Form einer Übernahme von 75% der Studiengebühren für das Sommerprogramm. Das ist doch schon ganz schön, ne? Die anhängenden Dokumente beinhalten Details bezüglich Ihres Stundenplans, fakultativer Nebenfächer sowie Ihrer Unterbringung im Studentenwohnheim. Aha. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing, and I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like, 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Ach du Scheiße. Das ist ja mal richtig übel. Einberufungsdatum, ja. Die geht einfach zum Militär. Warum macht sie das? Warum macht man das freiwillig? Ich verstehe es sowieso nicht, aber warum macht sie das? Naja, eines von Großvaters Büchern. Wie kann ich... Warte mal, ich muss mal kurz hier die Steuerung ein bisschen... Ah, so geht das. Wunderbar. Gut, ich meine, viele Knöpfe oder Tasten hat der Controller ja nicht. Gut, gucken wir mal weiter. Es ist ein bisschen umständlich, aber ich gewöhne mich hoffentlich dran. Es ist nämlich eigentlich recht komfortabel in diesem Spiel, weil man macht ja nichts groß. Von daher ist es ja egal. Dr. Richard Greenbrier, englischer Professor, University of Oregon, 1956. Ist das der Opa oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Kopf ausgeschnitten. Warum auch immer. Na gut, ich würde sagen, wir gucken mal hier rein. Was gab es hier noch zu sagen? Öffne Truhe. Aha, hier sind auf jeden Fall Kleidungsstücke drin. Abfall näher betrachten. 14K Gold Herzanhänger. Karat ist, glaube ich, die Einheit, in der man das misst, ne? In zwei Hälften. Individualisierbar mit bis zu 10 Namen, Daten, Initialien, was auch immer Sie wollen. Mit Geschenkbox importiert. L und S, ja. Warum kann ich denn nicht... Wie mache ich das denn? Ah, so. Da unten das steht, was da steht, ist anscheinend falsch. Ja. Sie wollten sich so einen Anhänger machen lassen. So ein Freundschaftsanhänger, kennt man ja. Mann, das ist ganz schön schade. Hoffentlich hat sich das Blatt noch irgendwie gewendet und die haben noch irgendwie eine Lösung gefunden. Mal sehen, wir werden es hoffentlich noch herausfinden. Hier liegt noch ein Buch. Eines von Dads Büchern.
Da ist etwas dran befestigt. Aha. Ui. Aha. Übersehen hast. Was? Kann ich die Übersetzung irgendwie ausblenden? Nee, kann ich nicht. Aber warum kann ich das nicht von Anfang an sehen? Na gut. Das mit der Übersetzung ist echt ein bisschen hakelig, muss man sagen. Aber vielleicht kann man es ja auch so verstehen. Das erste veröffentlichte Manuskript eines Autoren ist ein denkwürdiges Ereignis. Ich las es am heutigen Nachmittag. Ich erkenne ganz klar deine Handschrift, die Handschrift meines Sohnes in den Zeilen. Das Werk eines Schriftstellers ist die Externalisierung dessen, was er wertschätzt oder fürchtet. Und in dieser Hinsicht, so denke ich, überzeugt dein Werk. Aber die Linse, durch die das Persönliche hindurch scheint, war unnötig vernebelt durch Genre-Klischees und unplausible Billig-Science-Fiction. Als Deus Ex Machina. Wow. Ich beglückwünsche dich dafür, dass du die Tortur der Publizierung überlebt hast. Sei versichert, dass die Leser des vom Doktor gewählten Genres jedes Buch verstehen werden. Aber ich bitte dich, genannte Kunstgriffe künftig zu melden. Das kannst du besser. Das ist ja mal sehr merkwürdig geschrieben. Entweder ich habe mich verlesen, was ich oft tue. Ein Brief von Großvater. Oder das war wirklich ein bisschen merkwürdig geschrieben. Naja, hier liegt eine Matratze. Gut, viel zu sehen gibt es ja hier eigentlich nicht. Aber das ist ein bisschen unübersichtlich. Ich habe Angst, was zu übersehen. Gerade wenn ich jetzt hier mit dem Controller spiele. Warte mal, ich kann mal... Ich glaube, das mit dem Controller ist nicht so toll. Ne? Ich mach mal... Guck gleich mal in der Pause, ob ich das noch irgendwie umstellen kann. Aber bis dahin spiele ich mal mit der Maus weiter. Wie habe ich das nochmal... Jetzt muss ich natürlich überlegen. Achso, wie die Maussteuerung nochmal war. Ja. Ich glaube, das ist Moms Staatsbürgerschaftszeug. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Einbürgerungsurkunde. Ah, sie kommt also woanders her. Mal gucken, woher. Am 20. Juli 1972 befand sich das Gericht, das Janice Elizabeth Connolly Greenbrier zu diesem Zeitpunkt wohnhaft auf der 1010. Fifth Avenue, Seattle, Washington, die Absicht hat, dauerhaft in den Vereinigten Staaten zu verweilen und die dafür notwendigen Vorschriften der Einbürgerungsgesetze erfüllt und daher berechtigt ist, die Einbürgerung zu beantragen. Das Gericht kommt nach Prüfung zu dem Ergebnis, dass diese Person nun als Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommen wird. Als Zeugnis davon ist hier unter das Siegel des Gerichts aufgebracht, versehen mit dem Datum des 20. Juli im Jahre unseres Herrn... Oh Gott, das kann ja keiner lesen. Ich kann es nicht lesen. Also ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Es ist A, viel zu klein und B, in einer ziemlich unleserlichen Schrift. Aber gut, sie ist eingebürgert. Ich weiß immer noch nicht, wo sie herkommt, aber das wird schon. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter. Ich glaube, hier sollten wir zuerst reingehen. Es ist halt echt dunkel. Aber ich glaube, hier sollten wir zuerst reingehen. Hier liegen jede Menge Zeitungen. Hat hier jemand Zeitungen gesammelt oder was? Sieht irgendwie so aus. Können wir hier... Ja, Deckel, weg damit. Erstmal reingucken. Da ist nichts drin. Buch haben wir noch. Marzahns Apotheke. Ah, Marzahn war doch hier der... Wer war es gewesen? Der Onkel oder was? Ne, ich glaube es nicht, aber... Irgendwie hing der mit der Familie zusammen. Das ist auf jeden Fall der, dem das Haus hier früher mal gehörte. Okay. Hier haben wir noch eine Postkarte. Wahrscheinlich von... Nee, nicht von Katie, sondern von Lonnie. Hey Sam, ich schreibe dir von den Multnomah-Wasserfällen. Ich bin auf einem blöden Klassenausflug, was blöd ist, weil es März ist und ich nicht weiß, ob irgendeiner der Typen, die diese Schule leiten, mal in Oregon war. Aber es ist beschissen kalt und regnerisch im März. Wünschte, du wärst hier. Ich, Moment, du bist ja hier. Ich schreibe dir das hier im Souvenirladen. Oh Scheiße, da kommst du. Hä? Okay.
tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, "You didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl." But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Ich find's ja witzig, dass unsere kleine Schwester uns Ratschläge gibt. Na gut. Zeitungsausschnitt. Boone County. County. Ich krieg's nicht hin. Ich werd's nicht hinkriegen. Boone County Register. Freitag, 10. Dezember 1965. Marzahns Apotheke wechselt den Besitzer. Die Ladenbesucher der Main Street wurden heute von der Nachricht überrascht, dass Marzahns Apotheke das erste Mal seit ihrer Eröffnung vor 10 Jahren den Besitzer wechselt. Gerüchte besagen, dass der plötzliche Verkauf zu einem Spottpreis geschah. Auf die Spekulation angesprochen, dass das Geschäft für einen symbolischen Dollar verkauft wurde, antwortete Mr. Samuel Onstein, Oscar Marzahns langjähriger Assistent und nun Besitzer von Marzahns Apotheke, dem Register: "Die Einzelheiten gehen nur mich und Mr. Marzahn etwas an. Mr. Marzahn meldete sich krank und war für keine Aussage bereit. Hat sich als, ja, ne, er war nicht bereit irgendwie zu dem Thema was zu sagen." Okay. Das hört sich alles sehr spannend an. Guck mal hier. Hier geht's wohl rein. Ich weiß nicht, wow, dieses Haus ist so beeindruckend, ne? Ich glaube, wir sollten aber erstmal hier in die andere Tür gucken, denn da war ja noch eine. Vielleicht ist das sinnvoller. Ich glaube, hier war nichts mehr groß. Es kann halt echt sein, dass ich hier viel übersehen habe, weil das alles so unübersichtlich ist. Aber dann ist das wohl so. Guck mal, hier ist ein kleines Badezimmer oder... Nee, doch kein Badezimmer. Ist nur ein... Ja, ich weiß nicht, als was man das hier bezeichnen kann. Gucken wir mal, was die Map sagt. Angestellten-Trakt. Okay. Ja gut, es ist noch ein bisschen älter, das Spiel. Damals gab es sowas alles noch, ne? Okay. Gucken wir mal, was es hier noch zu sehen gibt. Im Mülleimer. Können wir das angucken? Nee. Können wir nicht. Dann lesen wir mal einen Brief. Yolanda de Soto. Zu Händen Hector Marie de Soto. Hector und Marie. Also sind wahrscheinlich die Eltern, ne? Und Yolanda ist dann Lonnie. Sie wird halt nur Lonnie abgekürzt. Okay. Das wusste ich auch nicht. Guck mal, wie schön. Die malen auch überall drauf rum. Finde ich aber sehr interessant. So. Gucken wir mal, was drin steht. "Liebe Sam, ich bin so froh, dass du die Zeichnung mochtest. Ich habe an uns gedacht, als ich sie malte. Ich wusste es, dass du es erkennst. Du würdest Mexiko lieben, denke ich. Wahrscheinlich. Die Landschaft ist ganz anders als zu Hause. Ich denke immer noch an Allegra und den ersten Offizier. Verschollen auf einem mysteriösen Eiland, auf dem sogar die Pflanzenjagd auf die beiden machten. Und dann denke ich an die beiden zusammen. Zusammen in der Wildnis. Und dann muss ich wieder an dich denken. Ich liege hier im Bett und kann dich fast spüren. Ich wollte mir das eigentlich aufsparen für die Zeit, wenn wir wieder zusammen sind. Da habe ich wohl versagt, schätze ich. Aber ich habe es versucht." Wo waren wir? Ja, das ist noch ganz schön viel. I haven't done a... Ich habe es zwar nicht hinbekommen, aber ich habe es versucht. Okay, genug davon. Dein letzter Brief hat mich heute erreicht. Bevor wir losgefahren sind, wieder zurück in den Norden. Wir werden ein Wettrennen machen mit diesem Brief hier. Wenn ich
zuerst zu Hause ankomme, können wir ihn zusammen lesen. Und ja, ich habe Fotos gemacht. Und zwar jede Menge. Wir werden sehr viel Zeit damit im Darkroom verbringen. Also in der Dunkelkammer. Wahrscheinlich oben auf dem Dachboden. Um die Fotos zu entwickeln. Damals gab es ja noch nicht diese ganze tolle Technologie, wie man sie heute hat. Okay, ich glaube, wir können dann auch gleich schon mal den Part beenden. X-Ray Specs. Also schon ein bisschen merkwürdig, was hier manchmal für Sachen rumliegen. Na gut. Aber wir konnten doch bisher immer in den Mülleimer reingucken. Ich verstehe es nicht. Oh, guck mal, da liegt noch was in der Ecke. Die Seite. Es ist wie eine Droge. Das erste Mal passierte mitten in der Nacht in meinem Zimmer. Ich wachte auf und Lonnie küsste mich. Okay, davon lese ich bestimmt nicht noch mehr. Was? Was? Ich kann... Wow. Ich kann nicht mehr lesen. Das kann doch nicht sein. Warum will sie das nicht lesen? Na gut, ihr habt den Vorteil, ihr könnt das Video stoppen und den Text komplett lesen. Aber ich nicht. Das ist doch kacke. Lese definitiv nicht mehr davon, ja. Na gut, das sind wahrscheinlich, so wie das angefangen hat, werden das wohl so die intimeren Erfahrungen der beiden sein. Aber ich hätte es interessiert, verdammt, warum kann die das denn jetzt nicht mehr lesen? Mensch, stell dich doch nicht so an. Na gut. Was haben wir hier noch? Ein Formular näher betrachten. Sandwood Fine Jewelry. Name Samantha Greenwear. Das ist wahrscheinlich das. Ja, genau. L und S. Das ist wahrscheinlich das, was wir am Anfang gesehen haben. Was die sich bestellt haben. Jawohl. Und hier haben wir eine Kassette. Girl Scout. Pfadfinderin selbst. Okay. Wir können hier mal kurz noch zum Abschluss abspielen. Girl Scout, die Band, früher bekannt als Cub Scout. Songs, Role Model, Vorbild, Authority, Main Squeeze, Telling Stories, Instruction, First Mate, Self, Girl Scout, Gone Again, Tulane, Blacktop, Denial. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit. And he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can sing. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. Till then, I'm gonna be at every single show. Wow, okay. Singen kann sie also auch noch. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt wird, entwickeln wird. Ich würde sagen, wir schauen uns das an im nächsten Part. Bis dahin.